Warum sollte man Ihrer Meinung nach wählen gehen? Die Demokratie ist noch eine sehr junge Staatsform. Das heißt, es gilt, sie zu verteidigen. Wir haben aktuell sehr viele Kräfte, die Demokratie selbst in Frage stellen. Das heißt, es liegt an uns, an Bürgerinnen und Bürgern, dafür zu sorgen, dass die Demokratie, wo jeder das Wahlrecht hat, auch erhalten wird. Denn es gibt viele, viele Länder in der Welt, wo die Möglichkeit nicht besteht, wählen zu gehen. Und deswegen ist es mir auch als Gewerkschafterin wichtig, dass jeder seine Stimme nutzt und wählen geht. Und wie könnte man die Nichtwähler dazu bringen, wählen zu gehen? Da finde ich den persönlichen Kontakt enorm wichtig. Ich glaube, man muss im persönlichen Kontakt, also engagierte Menschen, die selbst wählen gehen, müssten Nachbarn ansprechen, Freunde, Schulfreunde ansprechen und fragen, gehst du denn wählen? Und wenn sie sagen, nee, ich gehe nicht wählen, muss man im persönlichen Gespräch mit ihnen sie eigentlich davon überzeugen, dass ihre Stimme doch Gewicht hat. Wir haben die Situation, dass wir bei der letzten Landtagswahl in Hessen eine Handvoll Stimmen hatten, die gefehlt haben, um eine andere Regierung stellen zu können. Und zwar ist letztes Mal die rot-grüne Regierung anhand von ein paar Stimmen gescheitert und wir haben wieder die schwarz-grüne Regierung in Hessen gehabt. Das heißt, wären nur ein paar mehr wählen gegangen, hätten wir schon längst kostenfreie Bildung für alle umsetzen können. Wir hätten schon längst die kostenfreie Ganztagsschule umsetzen können. Wir hätten schon längst bezahlbaren Wohnraum bauen können. Und Stadt und Land hätten wir mit tollem Nahverkehr besser miteinander verbinden können. Das konnten wir alles nicht, weil ein paar Leute gesagt haben, nee, ich kann doch sowieso nichts verändern. Aber indem Sie zu Hause bleiben, verändern Sie doch viel. Denn prozentual ist es so, dass die große Zahl der Nichtwählerin die Stimmanzahl der AfD enorm stärkt. Und deswegen sage ich, auch wenn ihr aktuell Probleme mit der aktuellen politischen Debatte in Berlin oder so habt, es ist trotzdem wichtig, wählen zu gehen, eine der demokratischen Parteien, denn das ist der Garant dafür, dass die AfD so klein wie möglich bleibt und vielleicht am Ende gar nicht in den Landtag einzieht. Und das ist auch unser Ziel. Und warum sollte man dann ausgerechnet bei Ihrer Partei das Kreuz hinsetzen? Ich bin eigentlich noch relativ junges SPD-Mitglied. Ich habe zwei Kinder, ich bin Gewerkschafterin und ich arbeite mit Menschen in der Nachbarschaft. Das heißt, ich mache Nachbarschaftsarbeit. Irgendwann habe ich mich selbst gefragt, dass die Parteien ja Menschen wie mich brauchen. Menschen wie ich, die ganz genau wissen, wie schwer es ist, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Wie schwer es ist, eigentlich bezahlbaren Wohnraum zu finden. Mein Mann und ich sind beide berufstätig und am Ende des Monats reicht es eigentlich kaum dafür, noch groß in Urlaub zu fahren oder irgendwelche Freizeitausflüge zu machen. Und deswegen denke ich, es braucht mehr Menschen wie uns, ja, die einfach wissen, wie schwer es ist in der heutigen Zeit ist und die auch ganz genau dadurch wissen, wo, an welchen Stellschrauben geschraubt werden muss in der Politik, damit es uns einfach allen besser geht. Und deswegen sage ich, wählt mich, wählt die SPD, denn wir werden für kostenfreie Bildung von Anfang an sorgen und zwar für den Meister und den Master. Das heißt, wir wollen auch, dass die Auszubildenden und die Meisterprüfung auch umsonst ist für die Leute. Wir werden bezahlbare Wohnungen gerade für junge Leute auch bauen, Single-Wohnungen. Und wir werden dafür sorgen, dass unsere Dörfer nicht untergehen. Und das ist nämlich aktuell das Problem, dass der ländliche Raum einfach ausgehungert wird. Da wird kaum mehr investiert. Und meine Partei und ich, also die SPD, die wollen auch enorm den ländlichen Raum, die Vereine, das Ehrenamt und so weiter und so fort auch stärken. Deswegen würde ich um die Stimme für die Wiki, also mich, bitten und alle Leute dazu ermutigen, wählen zu gehen.